So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Reaction. Die Reaction auf Payback 22 von Mimi ist extrem gut angekommen. Irgendwie 300, nee, über 300 Views in nicht mal 24 Stunden. Das ist echt krank. Danke für den Support. Leider musste ich es aber auf nicht gelistet stellen, weil das Originalvideo von Mimi gesperrt wurde, laut Zuschaueraussagen wegen Hate Speech, und ich möchte da keinen Strike kassieren. Aber deswegen kommt heute die Ersatzreaction auf Payback 21. Und ja, let's go. Rein in die Reaction. In dem Video prankt diesmal Locke den Leon, heißt Leon ist der angeblich Unwissende. Der Prank geht so. Die beiden sollten ursprünglich in den Urlaub fliegen, dazu haben sie sich am Flughafen als Treffpunkt verabredet, um dann in die Türkei zu fliegen. Locke lässt Leon allerdings stehen, versteckt sich mit seinem Kameramann und filmt Leon einfach. Der Urlaub fällt ins Wasser und das ist der Prank. Das ganze Video beginnt in etwa so. Ich fliege heute mit Locke in die Türkei, weil der Typ muss echt mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Ja, der Arme. Oh, scheiße. Deswegen, Freunde, ich würde mal sagen, let's go, wir fahren jetzt los und ich halte dich jetzt mal auf dem Laufenden, was so geht, was so geht, was so geht. So, Freunde, ich würde mal sagen, ich rufe jetzt Locke an, weil, Digga, das Ding wird heute rund, Mann. Das Ding wird heute rund. Wie gesagt, Freunde, Locke ist es einfach gegönnt, Mann. Nach so vielen Pranks, er muss einfach, er braucht einfach. Digga, dieses Gelaber. Der Typ, der ist nicht mal ganz richtig. Digga, also, ich gönn dem das, bla bla bla. Aber das ist alles fake. Er gönnt Locken Scheiß. Wir wissen alle, wie er Locke ausgenutzt hat für die Videos. Urlaub, am besten schleunigst. Deswegen, ich würde mal sagen, ich rufe ihn an. Ich hätte ihn auch abholen können, aber naja. Oh, Schübe, was geht ab? Ich bin jetzt am Flughafen, wo bist du? Ja, wo? Ich bin schon da. Ja, wann bist du da? Ja, beeil dich, Digga. Okay. Okay, bis gleich. Ciao, ciao. Let's go. Auf geht's. Mein Koffer habe ich schon gepackt, Mann. Weil ich weiß selber nicht, wie lange wir bleiben. Ob wir eine Woche bleiben, ob wir 10 Tage bleiben. Ich nehme mal gerne zu viel mit als zu wenig. Och, Werbung. Ich hasse Werbung. Junge, besser zu viel als was zu ist wenig, weil ich das? heute mal rum. Darf man einfach sagen, nicht mitgenommen? Jupp, das ist halt Leons Standardgeschwafel, dass er so viel eingepackt hat und dass er immer mehr einpackt als nötig und er weiß nicht, wie lange er wegfährt, deshalb nimmt er immer extra mehr mit. Er muss das natürlich mehrmals betonen, damit keiner auf die Idee kommt, dass der Koffer leer ist. Witzig. Ist halt logisch, Digga. Weil keins von seinen Kindern, Zuschauern guckt halt ernsthaft auf diesen Koffer. So, oh, voll der geile Prank, Leon Bashir, ihr bester Mann, ja! Witzig ist, dass er bei seinem vorherigen Urlaub 8 Tage in Ägypten war, der Koffer über 30 Kilo gewogen hat und die Helfer schon gestruggelt haben mit dem Gewicht. Junge, merkst du, wie hart der struggelt mit diesem Koffer? Und Leon, der zur Sicherheit für mehr als 7 bis 10 Tage gepackt hat, hebt das Ding einarmig über die Schulter. Vor allem, Digga, das muss halt jedem gefühlt 7-Jährigen auffallen eigentlich. Digga, Leon ist kein Muskelpaket, das ist kein The Rock. Das ist ganz normaler, lochiger YouTuber, Alter. Der kann keine 30 Kilo mal. Das geht, das kriegt, kann der nicht. Und ja, so, das ist der heilige Koffer. Digga, voll schwer. Voll schwer, sag ich mal. Ja, und er parkt direkt vom Terminal bei scheiß Wetter, obwohl er weit über eine Woche weg sein könnte und es bei dem Flughafen 6 größtenteils überdachte Parkhäuser gibt. Das ist so verdammt kalt in Hamburg, ne, Freunde? Es ist so arschkalt, ne? Ich bin echt froh, einfach das Land zu verlassen, weil letztens, wo ich in Ägypten war, dachte ich mir auch einfach, wow, wie schön. Einfach das Land verlassen, Digga. Das ist das Beste, was man machen kann, Freunde. Deswegen. Yo, Leon muss noch mehrmals betonen, wie sehr er die Kälte hasst, wie geil es in Ägypten war und er sich deshalb freut, wieder das Land zu verlassen. Obwohl es in der Türkei im Dezember nicht mal wirklich warm ist, je nach Gebiet sind es da minus 5 bis max. Junge, was redet Leon für eine Scheiße, Digga? Mimi, der zerpflückt jeden einzelnen Satz gefühlt von Leon, Alter. Hier so sch schön warm, Digga. 16 Grad, das ist nicht warm, das ist noch halbwegs, wenn man es noch so nennen möchte, Normaltemperatur.
Junge! Maximal 16 Grad und die Hälfte des Monats sind Regentage. Im Gegensatz zu Hamburg macht das jetzt nicht den Hardcore-Unterschied, den Leon hier durch sein Gelaber und durch das Thumbnail mit Strandurlaub vermitteln will. Aber Leon muss das mehrmals betonen, damit keiner auf die Idee kommt, dass er hier schon weiß, dass er in Hamburg bleibt. Okay, Leon wartet dann halt vorm Terminal, aber wo ist Locke zu dem Zeitpunkt? Er meinte ja beim Telefonat, dass er in 10 Minuten da sei. Richtig und wichtig. So ein Typ wie Leon würde ich warten lassen, Digga. Richtig. Gleich mal nochmal durch, weil er müsste eigentlich gleich kommen. Wenn er in den nächsten 5 Minuten nicht erscheint, Alter, dann call ich ihn durch. Dann zieh ich ihn aus dem Telefon hier ans Land. Bis gleich. Okay. Ich erwarte bestimmt draußen. Digga, auch wenn diese Rotze fake ist, es gibt ein paar lustige Szenen. Aber der Rest. Ich fasse mal kurz zusammen. Locke sagt am Telefon, dass er in 10 Minuten da ist. Dann sieht man ihn am Hauptbahnhof Süd. Von der Station braucht man circa 30 Minuten zum Flughafen. In der Bahn sagt er dann, dass Leon schon ganze Zeit wartet. Dann sagt Leon, dass er Locke in 5 Minuten anruft und 5 Minuten später sitzt Locke mit McDonald's-Menü oben im Terminal. Ja. Ja, geil. Aufs jedes einzelne Detail geachtet. Also da kann ja zeitlich irgendwas nicht hinhauen. Und natürlich filmen die das auch alles und das auch unabhängig voneinander. Auch Leon, der gar nicht weiß, dass er geprankt wird, filmt jeden Schritt, sogar die Telefonate. Oh, kein Wider. Ja, er ruft jetzt an. Jetzt wird er nervös, nämlich, ne? Na, Leon, was gibt's? Schiebe. Hallo. Wo bist du? Ja, ich bin schon gleich da. Ja, wo gleich? Wann? In 5 Minuten bin ich circa da. Ja, schiebe bei dich mal, Digga. Das ist der Metall wieder. Das geht erstmal rein, ja? Man sieht ja sein Handy im Video. Das heißt, dass er mit der anderen Hand eine Kamera rausgeholt hat, um sich zu filmen, wie er gerade telefoniert. Und das, obwohl er so friert. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, wenn er nicht weiß, dass er geprankt wird. Das Ding ist, ohne Leons Aufnahmen würde man den Prank gar nicht verstehen. Und das YouTube-Video wäre gar nicht entstanden. Komm einfach vor Terminal 1, also von innen, ja? Ja, genau. Okay, okay. Okay, bis gleich. Da müsst ihr jeden Moment antanzen. Hey, Leute, kommt. Oh Gott, Leon, mit Koffer. Ey, das ist, Digga, das ist doch so obvious, Digga. Du bist extra sich da oben positioniert. Also Locke und wer auch immer das filmt. Und dann so, aha, guck mal, da ist Leon, haha, ich verarsche den voll. Oh. Jetzt wird er natürlich langsam nervös, weil bald fliegt er wieder auf. Er wird jetzt richtig hibbelig. Mal gucken, was passiert. Geiles Ding, das ist so geil. So geil. Boah, jetzt ruft er an. Ich glaube, der ruft an. Der ruft an, der zückt sein Handy. Nur noch wenige Minuten und der Flieger fliegt davon. Man sieht, dass sich Leon mit der linken Hand das Handy an den Kopf hält und mit der anderen Hand schiebt er den Koffer. Dann setzt er sich hin und holt wieder die Kamera raus, um sich beim Telefonieren zu filmen, obwohl er doch eigentlich durch den anstehenden Abflug voll unter Zeitdruck steht. Freunde, das Ding ist, warte ich schon ein bisschen länger auf Locke. Und irgendwie mache ich mir so ein bisschen Sorgen, weil er ist nochmal nicht da. Und unser Flug geht auch bald. Wir haben jetzt auch nicht so viel Zeit, wir müssen noch einchecken und so. Ich weiß nicht, die Kandidaten wissen bestimmt, wie das ist. Digga, wo bleibt der, Alter? Oh, Junge, wie der so ahnungslos tut, Digga. Jeder normale Mensch guckt sich doch mal ein bisschen im Flughafen um. Ist bei mir auch immer so, oh, so nach dem Motto, oh, guck mal, das ist so groß und so. Ist immer bei mir so, ich guck immer ein bisschen rum. Und da, der hat so viel mit Locke gemacht, der würde den safe erkennen. Weil die Distanz, was das gewesen ist da, wo war die Stelle? Wenige Minuten. Nee, ein bisschen weiter vorne. Oh, jetzt ruft er an. Das ist richtig hibbelig. Mal gucken, was passiert. Geiles Ding. Das ist so geil. So geil. Boah, jetzt ruft er an. Ja, jetzt kommt schon. Ja, es ist Kerim. Nein. Nein, Lumali ist Schmutz. Benutzt es nicht. Kommt, der ruft an. Der ruft an. Der zückt sein Handy. Oh, wo ist denn diese Stelle jetzt? Da, komm, man hat's gerade eben ganz gut gesehen. Die sind hier oben, hier.
Lassen vielleicht Luftlinie, keine Ahnung, 30 Meter oder so, oder, na gut, vielleicht ein bisschen mehr. Ich war da noch nicht in Hamburg am Flughafen, kann ich nicht beurteilen. Aber das wird keine lange oder weite Luftlinie sein. Ein Leon kommt hier lang gelaufen und, Digga, der muss den doch sehen. Der muss den doch sehen. Digga, also, selbst wenn es echt wäre. Das ist es nicht. Digga, das ist so ein Schmutz-Content. Und schon wieder Ich Werbung. habe gerade Junge! 28,99 auf Mimi! eBay Auf so, gespart. Falls du nein, den Link hast, Lumali bin ich Schmutz! gerade auf eBay. Den anstehenden Abflug voll unter Zeitdruck steht. Freunde, das Ding ist, wartet schon ein bisschen länger auf Lockin. Und irgendwie mache ich mir so ein bisschen Sorgen, weil er ist auch mal nicht da. Und unser Flug geht auch bald. Wir haben jetzt auch nicht so viel Zeit, wir müssen noch einchecken und so. Ich weiß nicht, ihr kennt die Wissung bestimmt, wie das ist. Ja, hier, Digga. Einmal. Da guckt er sogar noch da in die Richtung, wo er Locke sehen müsste. Weil, wie Lockes Name sagt, der Digga hat die schwarzen Locken, erkennst du aus 3 Kilometer Entfernung gefühlt. Das ist. Digga, wo bleibt der, Alter? Alter. Hubert! Ich warte auf dich, Digga. Wo bist du denn, Locke? Langsam ist echt nicht lustig, Digga. Wir müssen los, Digga. Hey, Locke, hast du Bock, den Flieger zu verpassen, Digga. Digga? Dann telefonieren die Digga, weiter kaum sinnlos da. hin und her, um das Video zu füllen, und dann labert Leon wieder irgendeinen Scheiß, damit der Prank möglichst krass wirkt. Digga, fuck, Alter. Locke braucht einfach viel zu lange. Gefühl braucht er 100.000 Jahre. Das geht nicht. Weil ich habe mein ganzes Leben einen Flug verpasst und das wird auch immer da bleiben. Also das wird auf jeden Fall dabei bleiben. Deswegen, ich will niemals den Flug verpassen wegen Locke. Ja, was ein Zufall, dass er das erwähnt. Und wenn ihr jetzt denkt, dass Leon schon seltsame Selbstgespräche für die Zuschauer führt, dann wartet mal auf Locke bei der Prank-Auflösung. Der spricht einfach ins Telefon, obwohl er gar nicht telefoniert. Oh, jetzt ist er rausgegangen. Hat er die Schnauze voll? Muss er durch? Ja, ich bin doch gleich da. Achso, im Übrigen. Ich hab dich schön verarscht. Richtig schön. Digga, verarscht. das sieht man doch sogar. Digga! Das ist doch dieser Wählbildschirm, ihr kennt es am Handy, wenn man telefoniert und die Tasten wählen muss. Dieser Bildschirm ist das, Alter. Ich, Digga, hör auf, Junge. Junge, man sieht sogar. Ja, Junge. Verarscht, geprankt, wie du das immer verschimpfen magst. Weißt du was? Ich bin auch mal angezogen. Und du siehst, ich kann's auch. Also scheiß Prank würde ich mal nicht sagen. So eine gequälte Scheiße. Ich komm jetzt raus. Ich hab dich die ganze Zeit schon beobachtet. Du siehst mich gleich in voller Lebensgröße. Du siehst mich gleich in voller Lebensgröße. Jetzt sehen wir gleich den wütenden Leon. Oh Mann, da, wo ist er? Da ist er. Alter, das gibt's. Leon hat nicht mal ein Handy am Ohr. Man hört Leon auch nie so richtig durchs Telefon antworten und normalerweise schaltet sich das Display ab, sobald man das Handy an den Kopf führt beim Telefonieren. Also außer man telefoniert nicht. Und nachdem das alles schon total unglaubwürdig abgelaufen ist, will ich jetzt noch darauf verweisen, wie die überhaupt auf die Idee gekommen sind, merkt gemeinsam ihr noch Urlaub zu machen. Das geht nämlich auf Junge! folgendes Video zurück. Ich schenke Locke ein Mercedes AMG, 150.000 Euro. Porsche Cayman S, Jungs! Junge, ja, geil, geil, sowas wünsche ich mir. Solche Jawohl, Videos. ja! Porsche Panamera, der Hammer! 15.000 Euro im Monat. Das ist das Beste, was du machen kannst. Okay, Spaß beiseite. Ja, geil! Alter, in dem Prank tun Leon und Mesto so, als ob sie Locke ein Auto schenken, dabei ist das nur Verarsche. Ich prank heute Locke, ich schenke ihn ein Wagen. Hier, Mesto ist heute der Kameramann. Will ich einen Wagen schenken wie Locke? Halt ab, Leute, alles gut bei euch. Welchen Wagen schenken wir locker heute, Digga? Digga, das ist der Mercedes-Benz GTS. Da wird sich auf jeden Fall Locke freuen, weil das Auto auch einen sehr guten Wert hat. Der arme Locke, das ist schon leicht, Digga. Ja, aber ich hoffe nicht, dass er denkt so, hey, du schenkst mir doch keine Karre, ich bin doch nicht blöd. Deswegen, ich hoffe, dass er wirklich reinfällt, weil langsam, Digga, fällt er zu oft rein, sag mal. Natürlich fällt er drauf rein. Ihr habt doch nicht das Auto umsonst ausgeliehen. Jedenfalls treffen die sich mit Locke und sagen, oh, da du bei unseren Pranks immer so leiden musstest, haben wir eine Überraschung für dich. Es ist jetzt soweit. Du kriegst gleich die Überraschung. Ja, Digga. Okay. Tümmels. Ja, geil. Okay, okay. Bist du bereit, Digga? Stopp, 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 stopp. Hä? Bist du bereit? Warte, guck mal, okay. Du hast echt, ich sag mal so, du hast viel gelitten, Digga. Ich mach mal kurz einen kleinen Trailer, was alles so passiert ist, wie deine Emotionen Achterbahn gespielt haben. Ich schneide mal einen kleinen Trailer rein. Oh, nee. Der hat jetzt nicht ernsthaft ein Best of Locke oder so da reingeschnitten, um das Video zu strecken. Alter.
Das ist warum? So, Locke, diese ganzen Emotionen sind einfach legendär. Deswegen dachte ich, wir wollen dir mal was wieder zurückgeben, Locke. Die hier gezeigten Pranks habe ich in meinen bisherigen Videos behandelt. Die sind alle nachgewiesen fake. Und allein, dass Locke hier glaubt, dass er eine Überraschung als Entschuldigung für etwas Gestelltes geschenkt bekommt, macht das hier automatisch auch fake. Aber es wird noch besser. Das ist dein Auto, Locke. Wir haben das gesponsert bekommen von Mercedes. Ja, das ist meiner? Ja. Wir haben das gesponsert bekommen von Mercedes, Digga. Weißt du, was für eine Karre das ist, Digga? Digga, imagine, ein Leon bekommt ein Mercedes-Sponsoring. GTS, Digga. Auf dem neuesten Stand, Alter. Auf dem neuesten Stand, Digga. Guck dir mal die Locke, wirklich. Vor allem, die haben am letzten Kaffer, den letzten Drecksecke gefühlt gedreht, Digga. Da hinten noch irgendwie so. Stand, so Alter. Baustelle, Alter. Auf neuesten Stand, Digga. Guck dir mal die Locke, wirklich. Geil, Digga. Ehrlich, ey. Ehrlich, mein Gott. Krass, das ist nicht, Alter. Dann wird das Ganze aufgelöst. Locke schauspielert wieder, wie er ausrastet. Und dann kommt folgende Ansage von Leon. Scheiße, Digga, der ist so sauer. Ist immer so. Okay, ich hab grad gedacht, ich hab ein bisschen übertrieben. Locke, der kann man nicht aufhalten. Ich sag mal so, bei 50.000 Likes, von den bei 50.000 Likes schenke ich Locke wirklich das ohne Pranks, eine Urlaubsreise in die Türkei und das ohne Flachs, und dann soll er sich mal richtig gönnen. 5-Sterne-Hotel, keine Ahnung. Dann kommt wieder ein Prank. Junge, Digga, guckt euch diesen Typen an, wie er euch in die Seele starrt. Junge. Alter! Aber ich schwöre es euch, ich schenke Ihnen das lieber 50.000 Likes und ich mach das wieder gut. Scheiße, ich muss es sowieso wieder gut machen, Alter. Wo geht der, Digga? Wo geht der, Digga? Ich hab übertrieben, glaube ich. Diesmal war es echt zu hart, Freunde. Digga, ich muss dir diese Türkei-Reise auf jeden Fall schenken, Alter. Einfach so Urlaub in der Türkei, glaube ich. Mach ich einfach. Auf jeden Fall, Freunde, 50.000 Likes, ich schenke das sofort. Du lügst hier also für 50.000 Likes, um deine Zuschauer dann wieder zu belügen. Gebt euch das mal. Der Türkei-Prank basiert auf einem Fake-Prank, der auf Fake-Pranks basiert. Allein in dem Konstrukt kann das Türkei-Video nur Fake sein und aus den ganzen anderen genannten Gründen ist es das ja sowieso. Und jetzt wird's richtig bitter. Leon will erstmal 50.000 Likes von seinen Zuschauern, bevor er sich mit der geschenkten Reise bei Locke entschuldigt. Was an sich schon mal ziemlich dreist ist, dass er sich erst entschuldigt, wenn er 50.000 Likes bekommt. Und wenn man bedenkt, dass das alles Fake ist, macht es das mit den Likes noch viel dreister. Aber das ist nicht nur dreist, sondern das Ganze ist auch komplett undurchdacht wie immer. Gebt euch das mal. Leon prankt Locke ganze Zeit und schenkt ihm dann als Entschuldigung eine Urlaubsreise in die Türkei. Und Locke prankt Leon daraufhin damit, dass er das Geschenk nicht annimmt und dass Leon umsonst gepackt hat und umsonst Lockes Reise bezahlt hat. Was ist das denn für ein bescheuerter Prank? Und als Locke den Prank auflöst, feiert Leon das sogar. Junge, Digga, was hat das, Digga, es hat doch gar keine Logik, diese Rotze, Alter. Junge. Stellt euch mal vor, ihr prankt einen langjährigen Freund damit, dass ihr sein Geschenk nicht annehmt und ihm sogar noch unter die Nase reibt, wie scheißegal euch das Geschenk ist und wie scheißegal es euch ist, dass er sich Mühe gegeben hat oder vielleicht sogar viel Geld ausgegeben hat. Und der langjährige Freund feiert das auch noch, wie krass du ihn geprankt hast. ausgegeben hat. Und der lang... Voila, geiler Prank, Morok. Der Freund feiert das auch noch, wie krass du ihn geprankt hast. Der Prank ergibt doch vorne und hinten keinen Sinn und baut auch ausschließlich auf vorangegangenen Pranks auf, die nachweislich fake sind. Leon ist aber nichts Besseres eingefallen. Er wollte einfach nicht die versprochene Türkei-Reise bezahlen, obwohl die im Winter sogar deutlich günstiger ist als im Rest des Jahres, und hat das dann einfach seinen naiven Zuschauern als Prank von Locke verkauft. Mann, die hatten nicht mal Tickets für die Türkei-Reise, sonst hätten die allein schon für die Glaubwürdigkeit in die Kamera gewedelt. Aber schon geil eigentlich. Warum eine Reise für zwei Personen bezahlen, um 50.000 Likes zu bekommen, wenn man auch kostenlos lügen kann und die 50.000 Likes trotzdem kriegt? Und ihr könnt eine limitierte... Ja, mal wieder ein richtig starkes Video von Mimi. Leon wieder komplett zerpflückt. Richtig und wichtig. Und ja.
So, dann war es das auch wieder von dieser Reaction. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen oder so die Tage kommt die nächste. Dann abonniert den Kanal, lasst ein Like da und einen Kommentar. Bis nächstes Mal. Ciao.